Ein Schluck Kakao, dann geht's los. Also schön, ein Werbereel zu drehen für die Kakaozeremonie am Samstag. Denn es ist ein Grund, mit Zeremonie Kakao zuzubereiten. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, ich habe nicht überall jetzt noch Kakao kleben. Nein, alles gut. Ich möchte heute mit dir über die vier Stadien von einem intuitiven Malprozess sprechen und ich möchte mit dir darüber sprechen, was es braucht, dass du während diesen Krisen, die dazwischen immer wieder auftauchen, deinen Perfektionismus immer wieder loslassen kannst. Denn ich weiß, dass einerseits Menschen zugucken, die Schwierigkeiten haben oder die, es gibt so zwei Seiten von Perfektionismus, ja? Einmal die Gruppe, ich male lieber abstrakt. Und ich lasse Farben fließen, damit bin ich gut und das tut mir gut und das mag ich gerne, aber damit weiterzugehen, traue ich mich nicht. Und dann gibt es die Gruppe, ich kann unglaublich gut und genau zeichnen und malen, vielleicht auch Menschen, die aus dem Bereich Design kommen oder einfach ja, das Zeichnen und Malen sehr geübt haben und vielleicht auch eine Eins in Kunst hatten früher und all diese Dinge, denen es schwerfällt, in das Intuitive zu kommen. Und auf beiden Seiten, du kannst gerne mal schreiben, von welchem Pol du kommst. Und auf beiden Seiten ist das Problem ja der innere Kritiker. Ja? Also einmal der, der sich nicht traut, loszulassen, der innere Kritiker, der sich nicht traut, ins Vertrauen zu gehen, fließen zu lassen und in die Abstraktion zu gehen und ja, damit zu sein, also ins ganz Intuitive zu kommen. Und einmal der innere Kritiker, der sich nicht traut, weiterzugehen als das zufällige Fließen lassen. Das ist auch einer der Gründe, wieso die Pouring-Techniken zum Beispiel so beliebt sind. Es sieht toll aus, schön aus, ja. Aber man muss auch nicht so sehr aus der Komfortzone kommen, damit ins Gestalten zu gehen. Denn beides braucht es, um am Ende ein intuitiver Prozess zu sein. Ein Prozess, der eine Selbstbegegnung ist im Innen, ein Prozess, aus dem heraus Symbole aus deinem Inneren entstehen, ein Prozess, aus dem heraus eine innere Weiterentwicklung auch passieren kann, ja, der dich auch aus der Komfortzone holt, denn darum geht es hier ja. Wir wollen ja nicht einfach nur schöne Bilder malen, zum Sinne schöne Bilder zu malen, sondern es geht um eine künstlerische Selbstbegegnung, die aber zur inneren Weiterentwicklung dient. Ne, darum geht es hier. Und dafür dient auf jeden Fall das intuitive Malen sehr. Und bevor ich jetzt so viel spreche, trinke ich noch mal kurz einen Schluck Kakao und dann möchte ich mit dir über diese Dinge sprechen. So gut. So, wenn du bei der Kakaozeremonie dabei sein möchtest, dann hüpf einfach in den Our Soul Club. Du kannst monatlich dabei sein, monatlich kündigen oder dich für ein halbes oder ein Jahr entscheiden und dann das Our Soul Journal auch dazu bekommen und noch ein bisschen mehr Rohkakao als nur eine Portion. Und ich lasse einfach alle Links unten. Die Zeremonie ist zum Thema Feuerenergie am Samstag. Inneres Feuer entfachen, was ja auch die innere Schöpferkraft ist. Die innere Schöpferin, das innere Feuer. Und die Zeremonie findet von 11 bis 13 Uhr statt via Zoom. Und da klickt dich einfach in die Links und liest dich ein und ja, folge jetzt erstmal dem Video weiter und ich sage das am Ende auch nochmal. Okay, um da einzutauchen, wie so ein intuitiver Malprozess funktioniert und durch welche Stadien du da so gehst, müssen wir uns einmal anschauen, ja, wie beginnt das Ganze denn? Du legst dein weißes Blatt hin, du legst deine Farben zurecht, stellst deine Farben zurecht. Aquarell ist super gut geeignet fürs intuitive Malen, aber auch sowas wie Pastellkreide, wenn du eher ein ängstlicher Mensch bist und wenn dir die Farben eher zu viel fließen und du das wenig kontrollieren kannst und dir das unangenehm ist, dann sind Softpastell- oder Ölpastellkreiden super gut geeignet. Dann legst du dir das zurecht und dann sitzt du erstmal vor dem weißen Blatt. Und ich würde sagen, das ist Stadium 1. Und da hast du vielleicht als Mensch, der sehr genau malt und ein Ziel braucht, vielleicht schon das erste Problem. Ich verlinke unten mal einen Podcast, bei dem ich zu Gast gewesen bin. Der Kreativ Verbunden Podcast von der lieben Lisa. Und da haben ganz, ganz viele Künstlerinnen und Kunsttherapeutinnen erzählt, wie sie mit dem Moment von diesem weißen Blatt umgehen. Ja, vielleicht ist das für dich gar kein Problem, weil du eh weißt, ich trage einfach Farben auf und daraus muss nichts entstehen. Aber vielleicht bist du jemand, der ein klares Ziel braucht und ich mache dich es nervös, in einem intuitiven Prozess noch kein Ziel vor Augen zu haben. Mein erster Tipp dafür,
wenn du damit jetzt umgehen musst, ja, wenn das schon deine erste Krise sozusagen ist, ist das mit geschlossenen Augen oder mit der linken Hand oder beides kritzeln. Und dabei kannst du einfach in deinen Körper spüren und einfach mal alles rauslassen und in Bewegung bringen, was da gerade so da ist. Und danach kannst du das Blatt, wenn du möchtest, einfach wegwerfen oder du beginnst daraus zu gestalten. Du spürst einmal in dich hinein, ja, möchtest du mit diesen Linien, die daraus entstanden sind, etwas weiter gestalten? Oder fühlst du dich innerlich befreit und fühlst du einen Impuls, einen Sog von einer bestimmten Farbe ausgehend, die vor dir liegt und den Wunsch, diese Farbe auf ein leeres Blatt aufzutragen? Spür mal in dich hinein und das kannst du erspüren, indem du in deinen Körper fühlst. Genau erkläre ich das am 10. August in dem Freedom Painter Workshop, ein 0-Euro-Workshop, der jetzt demnächst stattfindet am 10. August. Und alle Infos dazu lasse ich auch mal unten da. Das ist nämlich ein Embodied Art Prozess. Das habe ich entwickelt als eine Unterstützung für die Teilnehmerinnen im Our Soul Club. Ich leite immer an, in den Körper zu fühlen. Und die Körpersensationen in dir haben die Antworten auf die Fragen, die du in dir hast. Das machen wir ganz intensiv bei Freedom Painter am 10. August. Und du kannst vorher gerne auch den Planeten-Energien-Test mitmachen und danach auch alle Informationen und den Zugangslink für den 10. August bekommen. Und nachdem du den Test gemacht hast, hast du auch schon mal einiges an der Hand. Du bekommst ein Video zu deinem Testergebnis. Du hast einiges an der Hand, was dich seelenkreativ bereits schon mal durch die nächsten Tage begleitet, bis wir uns am 10. August sehen. So, wie geht es dann weiter? Also du hast jetzt diese erste Krise überstanden, du hast irgendwie begonnen, du hast vielleicht Linien auf dem Blatt, die du farblich nachgestaltest, du hast nicht mehr diese große Hürde, das Blatt ist weiß, sondern es entsteht jetzt was, oder du hast eine Farbe aufs Blatt fließen lassen, die du innerlich gespürt hast, nachdem du erst einmal alles rausgekritzelt hast, was so in dir war. Das zweite Stadium ist, dass du ja jetzt etwas daraus gestalten magst. Jetzt kommen vielleicht die ersten Assoziationen und Ideen. Du hast vielleicht Impulse für eine zweite, dritte, vierte Farbe, die dazukommen. Und jetzt ist das vielleicht ein Farbmeer oder ein großer Linienhaufen, den du farbig nachgestaltet hast, Flächen ausgemalt hast. Und es ist jetzt irgendwie ja, alles und nichts. Das hat jetzt vielleicht Spaß gemacht. Ja, und das ist das Chaos-Stadium, nenne ich das. Ja, das ist das zweite Stadium in einem intuitiven Malprozess, das Chaos-Stadium. Und jetzt geht es darum, das Chaos zu begrüßen, ja zu sagen zu diesem Chaos und zu sagen, ja, das ist der Ursprung von diesem kreativen Prozess. Ja, das ist dieser Urknall, aus dem jetzt alles entstehen kann. Und das ist pure Lebendigkeit. Ja, weil oft kommt hier jetzt schon der Punkt, wo viele sagen, okay, da wird nichts draus und es sieht irgendwie blöd aus und die Farben werden matschig und was soll das denn sein? Ne? Und jetzt geht es darum, dazu ja zu sagen, das zu umarmen und zu sagen, ja, das ist es, woraus hier jetzt etwas entstehen darf. Und wie du da rauskommen kannst, ist, dass du deine Augen schließt, atmest, ja sagst zu dem Chaos auf dem Blatt und dann beginnst, dir zu erlauben, Assoziation zu finden. Und wenn jetzt noch keine Assoziationen da sind, also das heißt, wenn du jetzt noch nicht wie in den Wolken, wenn du in die Wolken guckst, in den Himmel guckst, etwas daran siehst, dann kannst du einmal weiß dazu nehmen oder eine kontrastreiche Farbe zu dem, was da jetzt gerade ist, weiß oder schwarz oder ein anderer starker Kontrast. Und du kannst hier mal Linien nachzeichnen und Flächen oben drüber legen. Kleine Flächen, die du einfach ja, ganz entspannt oben drüber legst und während du das tust und atmest und ja sagst zu diesem Chaos, bin ich mir sicher, dass erste kleine Assoziationen kommen oder ungegenständliche Flächen und Formen, die du daran siehst, irgendwie wichtig werden. Ja, dass du ihnen Kontur geben möchtest, dass du ihnen Raum geben möchtest, dass du sie weiter ausgestalten möchtest, sie vielleicht schattieren möchtest, obwohl sie gar nicht in Wirklichkeit etwas sind, in Anführungsstrichen. Und jetzt kommst du in den konzentrierten Prozess, ja, in diesen echten Gestaltprozess. Du kommst dahin, dass der Wunsch in dir entsteht, aus dem Chaos etwas heraus zu gestalten, entweder einer Assoziation Form zu geben, die du siehst, oder eben den Flächen und Formen, die du darin siehst, Wichtigkeit zu geben. Und dann, das ist das dritte Stadium, das Stadium der
inneren Verbindung. Jetzt kommen vielleicht Emotionen dazu, Gedanken dazu. Du bist vielleicht berührt von dem, was da entsteht. Ein kleiner Zwischeneinschub von der Vanessa, die hier gerade malt. Dieses Stadium des Sich-Verbinden, also eigentlich kommt der, ich kann mir nicht entscheiden, was vorher kommt, was nachher kommt, aber eigentlich gehört dazu auch so ein Stadium von Entscheidungen treffen. Ich entscheide mich jetzt hier drüber zu malen, etwas gehen zu lassen, etwas entstehen zu lassen, ja, ein klares, ja, entscheiden, was ist hier jetzt wichtig, was ist hier unwichtig, was möchte ich hier verstärken, was möchte ich nicht verstärken. Wahrscheinlich kommt das vorher, weil wenn du diese Entscheidungen triffst und sie zulässt und es machst, dann entsteht danach auch immer mehr Verbindung. Also vielleicht sind es eigentlich 5 Stadien des intuitiven Malens oder 6, denn am Ende sage ich ja auch noch etwas. Ich sage auch noch etwas, etwas, was danach dann noch kommen könnte, was nicht den reinen Malprozess betrifft, aber vielleicht auch noch ein bisschen dazu gehört. Aber das, was ich jetzt meine, wenn ich jetzt diese klare Entscheidung treffe und überlege, was gehört hier dazu, was nicht, welche klaren Entscheidungen werden hier getroffen, das Stadium des, ja, des Entscheidens, ja, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Das ist ein kleiner Zwischeneinschub, also vielleicht, ja, kannst du dazu nehmen für dich oder nicht. Es sind ja auch alles Dinge, die unbewusst passieren und die wir hier jetzt gerade versuchen, einmal bewusst zu machen, uns bewusst zu machen. Und du möchtest dem noch mehr Wichtigkeit geben, das noch mehr herausarbeiten, es wird dir immer wichtiger. Vielleicht bist du jetzt an dem Punkt, wo du denkst, okay, aber das kann ich jetzt nicht, krieg das nicht hin. Ich sehe darin was und ich möchte dem wirklich Ausdruck geben, weil mich das berührt. Aber das ragt irgendwie über meine Fähigkeiten hinaus oder ich krieg das nicht so richtig hin, das da rauszumachen. Und wie gehst du mit diesem Moment um? Einmal kannst du dir hier einmal erlauben, dass es nicht perfekt werden muss, ja, dass es auch vielleicht manchmal reicht, wenn du das innerlich fühlst, was es sein soll. Und einmal, wenn du von der anderen Seite kommst, aber auch mehr für beide, kannst du dir auch erlauben, dass es etwas Perfektes wird, dass es etwas abbilden darf, dass es etwas Gegenständliches sein darf, wenn sich das für dich zeigt. Ja, weil wenn sich ein Motiv für dich zeigt, was dich berührt, dann ist es auch immer noch ein intuitives Bild, wenn du dir erlaubst, das herauszugestalten. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht so, wie du dir das wünschst, dass es aussieht, dann ist es an dem Punkt auch auf gar keinen Fall verboten, dir mal ein Bild anzuschauen von dem Motiv, was du darin siehst. Ein Bild von einem Menschen, den man von der Seite sieht, ein Bild von einem Geparden oder ein Bild von einer Ananas. Das, was auch immer du darin siehst, dir das einmal anzuschauen und um wieder Lockerheit reinzubringen, dass es kein steifer Prozess ist, kein Abarbeiten, kein Handwerksprozess, kannst du diesen Gegenstand, den du dir dann auf einem Foto zum Beispiel anschaust, auch nochmal blind ins Bild bringen. Also du kannst den Gegenstand anschauen, auf 2 anderen Blättern vielleicht nochmal üben und blind zeichnen. Dazu habe ich ein Video schon mal gemacht, das verlinke ich dir da oben. Da gibt es mehrere Varianten, das zu machen. Bei dieser Variante kannst du entweder das Objekt scannen, ganz intensiv anschauen, vor dem inneren Auge abzeichnen und dann zeichnen auf das Blatt mit dem Pinsel oder mit irgendeinem, ja, Stift, der auf deinem Untergrund gut zeichnen kann. Oder was sich hier noch mehr anbietet, ist, dass du nur das Objekt anschaust, ohne aufs Blatt zu gucken, die Striche aufs Blatt bringst. Und je geübter du bist, desto mehr wird man auf eine lockere und abstrakte Art und Weise hinterher das Objekt auch erkennen. Wenn du darin gar nicht geübt bist, erkennt man es vielleicht nicht so gut. Oder machst du einfach ein Wechselspiel aus Hingucken und Nicht-Hingucken. Und das ist total in Ordnung. Gib dir die Erlaubnis, dass man das nicht perfekt erkennt. Ja, es geht darum, dass ein befreiter, lockerer Gestaltungsprozess, ein intuitiver, lockerer Gestaltungsprozess entsteht. Dann bringst du das da rein und danach verbindest du das wieder miteinander. Dann machst du es wieder wie am Anfang und guckst, was ist hier wichtig, welche Linien dürfen miteinander verbunden werden, welche Flächen dürfen ausgestaltet werden. Und ich bin mir sicher, das wird ein Selbstläufer dann. Ja, du gehst dann einfach weiter in die Gestaltung, folgst deinen Impulsen, folgst deinem inneren Flow. Das 4. Stadium, das Ausgestalten. Man könnte auch sagen, es gibt auch noch ein 5. Ich habe jetzt, glaube ich, auch 4 Tipps gegeben. Es gab eigentlich in jeder eine potenzielle Krise. Es gibt ein 5. Das wäre dann das Loslassen, das Abstand nehmen, das Reflektieren und dann am Ende das an die Wand hängen oder an die Welt geben, wie auch immer. Ich
hoffe, diese Tipps und dieser Hintergrund, wie so ein Prozess aufgebaut sein kann, sind dir ein Beitrag. Und wenn du noch tiefer eintauchen möchtest und wenn du Lust hast, vielleicht die Energie deiner inneren Künstlerin herauszufinden, die Planetenenergie, denn ich arbeite sehr viel mit Planetenenergien, dann nimm doch unten mal an dem Test teil und du bekommst die Ergebnisse von diesem Test, in welcher Planetenenergie du als seelenkreative Gestalterin wirkst, und du bekommst ein Video von mir mit Impulsen, wie du damit weitergehen kannst, um deine Ressourcen zu befreien, um in deine Kraft zu kommen. Und das kannst du anwenden und machen bis zum 10. August, wo wir uns dann gemeinsam treffen, wenn du Lust hast, zu dem 0-Euro-Workshop Freedom Painter, wo du das intuitive Embodied Painting mit mir erleben kannst. Und das kann ein kleiner Einblick sein, ein Hineinschnuppern in das, was dich im Our Soul Club erwartet. Klick dich einfach unten rein, melde dich an, mach den Test mit. Danach kommen alle Infos auch per E-Mail. Und ich freue mich, dich vielleicht am 10. August zu sehen. Ich freue mich auch, dass du bis hierhin zugeschaut hast, diesem Video gelauscht und gefolgt hast. Ich freue mich, wenn du ein Abo dalässt, ein Like und vielleicht einen Klick auf das Glöckchen, damit du kein Video verpasst. Vielen Dank, dass du hier dabei bist. Ich lasse, wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung. Klick dich rein. Alles, was wichtig ist, ist dort. Mach's gut und bis bald und bis zum nächsten Video. Tschüss!